Kreuz zutage Ja, aber ich finde, das Kreuz hat uns immer in einem recht guten Licht dargestellt, oder? Ja, das hat uns. Herzlich willkommen, ja. Hallo. Es ist auf der einen Seite total traurig, auf der anderen Seite auch mit sehr, sehr vielen schönen Erinnerungen verbunden. Ja. Wir verabschieden uns quasi vom Shakespeare. Ja? Wir gehen in eine größere Location. Das Studio wird in Zukunft woanders stattfinden. Aber wir haben hier angefangen. Ja. Wir haben mit einem Unpredictable von der Devi angefangen. Mit Erla weitergemacht. Mit Erla die Show weitergemacht. Und jetzt war ist quasi die letzte Sendung aufgezeichnet gewesen. Und wie war's? Ja, geil. Ein schöner Abschluss im Shakespeare. Ich finde auch, es waren heute auch irgendwie am meisten Zuschauer da. Ist dir das aufgefallen? Es waren richtig viele Leute. Echt? Ja. War richtig voll. Also, ja, klar. 30 Leute waren da. Ja, auf jeden Fall. Ich war ja bis hinten voll. Ja, stimmt. Ne? So. Wer war alles da, Freddy? Wer war alles da? Jill Schirnhofer. Genau. Jill Schirnhofer hat mit 15 bis jetzt 21, hat mit 15 Hits. Ja, ich klammere mich ein bisschen dran fest, ich möchte sie noch. Willst du nicht loslassen? Nein. Hat mit 15 ihr eigenes Label gegründet. Ja. Was das bedeutet, erzählen wir euch in der Show. Genau. Dann. Peter Salzlechner. Peter, der Name. Toller Und Typ. Wer noch? Wer war noch dabei mit Peter Salzlechner? Ja, der Benny? Nee. Das ist gerade erst gewesen. Ja, aber wie heißt der? Ich kann mir den Hund... Der Ivy. Ivy? Ja. Es ist, ach, von Ivanhoe, genau. Genau, richtig. Ey, ein Hund, es ist zum Verlieben. Und der Typ ist auch super ich cool. Ich hol mir mal so einen Hund, scheiße. So ein Hund. Ja, aber dann hast du richtig viel Arbeit. Hast du, wir waren ja bei ihm und er hat uns ja kurz demonstriert, wie gut die hören. Also die kommen, wenn sie Bock haben. Wenn du sie loslässt. Nee, echt total spannend. Aber ganz, ganz liebe Hunde. Ja, wahnsinnig. Und einer davon, der Ivy, war bei uns in der Show mit dabei. Den werdet ihr sehen. Unser Tontechniker ist verrückt geworden. Ja. Die ganze Zeit im Hintergrund. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. Ja. Und dann, last but not least, quasi der letzte Gast dieser Staffel, Ella die Show, der letzte Gast hier im Shakespeare, ist ein ganz besonderer, nämlich Marco Waltenspiel vom Red Bull Skydive Team. Ja, sorry, also, ich stand gerade auf dem Schlauch. Die Show hat mich ein bisschen durch den Indian natürlich. Das sind die, die so aussehen wie diese wie Fledermäuse. Nicht Fledermäuse, diese Flughunde. Flughunde, genau. Völlig, aber total sympathisch, aber bestimmt, der muss ein Rad abhaben, wer sowas macht. Es ist krass. Ihr seht dann genau, was wir damit meinen. Ja. Wir sagen einfach mal viel Spaß mit der Sendung. Ja. Am Sonntag geht's los und. Zieht euch rein, auf jeden Fall. Zieht euch rein. Das letzte Mal aus dem Shakespeare. Es war schön. Danke, Shakespeare. Ja, danke, Shakespeare. Wir bedanken uns auch nochmal persönlich oder beim Wolfgang. Machen wir auf jeden Fall. Wir gehen da nochmal rein, trinken mit ihm ein. Genau, das werden wir. Wir machen danach übrigens. Nach dieser Show kommt noch ein Best-of mit uns beiden zusammen. Genau. Und ja, und da wird nochmal alles schön kapituliert. Aber erst einmal. Bin ich müde und will nach Hause gehen. Jetzt geht's ins Bett und wir tragen das Kreuz. Ciao, Ade. Bis Sonntag. Tschüss. Wie man lange hier, oder?